Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video über meine getunte AR-Drone. Ich habe in dieser insgesamt 3 LEDs eingebaut, die man alle über einen Schalter steuern kann. Das möchte ich euch jetzt zeigen. Zum einen habe ich hier hinten eine grüne LED, sollte eigentlich eine rote sein, aber irgendwie habe ich mich beim Einbauen vertan. Ich habe vorne noch eine grüne LED, unten eine rote LED und noch eine weiße LED, die habe ich dazu eingebaut, damit ich, wenn ich in geschlossenen Räumen fliege, auf Industrieanlagen, wo es ein bisschen dunkler ist in irgendwelchen Räumen, noch Licht habe, damit halt die Bodenkamera halt noch die Struktur erkennt und ein ruhiger Flug ist. Wie ihr seht, ist alles über kleine Steckerverbindungen miteinander verbunden. Und ich habe noch zusätzlich, damit mir die Bauteile von der Hauptplatine nicht abfallen bei einem Aufschlag, habe ich die Platine noch ein bisschen beschichtet, und zwar mit Plastidip, also mit Flüssiggummi noch ein bisschen, mit durchsichtigen eingetaucht sozusagen, bestrichen, damit die Kabel und die kleinen Stecker die Bauelemente nicht beschädigen können. Ist alles wirklich haargenau da eingepasst, und ich habe immer noch Platz zum Bewegen. Wenn man den Deckel abnimmt, dann ist immer noch ein bisschen Platz. Hier unten ist noch ein Stecker ein bisschen versteckt, der blockiert es noch ein klein bisschen, aber es ist noch genug Spiel mit dabei. Und jetzt zeige ich euch, wie das Ganze leuchtet. Steuern tut ihr das Ganze über Schalter. Man kann noch es ist noch Platz für den Flight Recorder mit USB-Stick und auch noch für den Lipo-Pieper, damit ich die Drohne wiederfinde. Den mache ich jetzt nicht an, weil der Akku schon ein bisschen runter ist und er piept dann halt andauernd, und das würde mich jetzt gerade etwas nerven. Wie ihr seht, habe ich hier kleine, wirklich kleine Stecker eingebaut, über die ihr das steuern könnt. Da haben wir zum einen die Positionslampen, die leuchten. Falls ihr bei Konrad Elektronik eine rote LED bestellt, die von 9 bis 24 Volt funktioniert, dann die könnt ihr vergessen, die ist utopisch dunkel, finde ich. Die sieht man nicht so gut. Grün ist relativ schön. Einmal von vorne, unten nochmal und die hintere LED. Und optional könnt ihr mit dem anderen Schalter noch das Bodenlicht einschalten. Relativ hell. CCD-Einheit-Helligkeit-Candela. 3000 Candela, jetzt haben wir es, genau. Und so könnt ihr das Ganze dann halt auch wieder ausschalten über die kleinen Schalter. Und vorher hatte ich eine Carbon-Bodenplatte drin, aber ich wollte, dass man das sich ein bisschen angucken kann. Deswegen ist diesmal eine durchsichtige Bodenplatte. Hat alles auch ausreichend Platz. Sollte ich sowas nochmal bauen, werde ich das mit den Steckern ein klein bisschen anders machen, ein bisschen flacher oder zusammenlöten. Ich muss aber dazu sagen, dass ich die Stecker deswegen eingebaut habe, falls die Hauptplatine oder das Navigationsboard kaputt geht, dass ich das alles einzeln austauschen kann und nicht so viel Lötarbeit habe. Ansonsten, die offenen Kontakte von den LEDs sind wahlweise geklebt bzw. auch mit gelbem Plastidip eingeschmiert, damit kein elektrischer Funken oder dergleichen entstehen kann, beziehungsweise es zu einem Kurzschluss kommt. Ich bedanke mich in diesem Sinne fürs Schauen, wünsche euch noch ganz, ganz viel Spaß mit der AR-Drohne und beim Fliegen. Achso, um die Sachen alle unterzukriegen, ist hier die Hülle noch ein klein bisschen ausgescharrt, das habe ich jetzt hier fast vergessen, um wirklich für den Sensor und allem, für das GPS und für den Lipo-Pieper Platz zu haben. Alles klar, ich bedanke mich fürs Schauen und wünsche euch noch ganz, ganz viel Spaß mit dem Drohnenfliegen.